Hallo zusammen, ich bin Kevin, im dritten Lehrjahr als Elektroinstallateur bei Elektro-Gutjahr. Heute zeige ich euch mal, wie mein Tag aussieht. Kommt mit! Während meiner Ausbildung bekomme ich einen Einblick in die vielfältigen Bereiche meines Lehrbetriebs. Ich zeige euch an einem Beispiel, wie ich eine Lampe montiere. Zuerst habe ich die Löcher für die Lampe gebohrt. Dann werden Dübel reingegeben, damit die Schrauben nicht rausfallen. Die Lampe wird schließlich mit Schrauben befestigt und verdrahtet. In unserer Bude haben wir auch einen Trainingsraum, wo wir Installationen simulieren und unsere Fähigkeiten verbessern können. Ciao zusammen, ich bin Fabio. Ich habe vor x Jahren bei der Firma Elektro Gutjahr die Lehre als Elektromonteur machen. Seither habe ich mich weitergebildet und ich bin jetzt eidgenössisch diplomierter Elektroinstallateur. Das zeigt euch auch, man kann sich weiterbilden einerseits auf dem Beruf, oder man kann auch etwas anderes machen. Man kann Bauleitungen übernehmen, weil man sehr viel sieht von den ganzen Gebieten, die wir drinnen arbeiten. Man kann aber auch spezifischer gehen, kann auf Alarmanlagen etwas machen, kann mit Videos etwas machen, kann mit Gebäudeautomationen arbeiten. Man hat x Möglichkeiten. Durch das werden Elektriker. Der Grund, wieso ich diesen Beruf gewählt habe, ist, dass man sehr früh Verantwortung übernehmen kann und er sehr abwechslungsreich ist. Es ist auch cool zu sehen, wie ein Haus praktisch aus dem Nichts entsteht. Wir sind eigentlich die Ersten, die auf einer Baustelle anfangen und die Letzten, die dann fertig machen. Mir gefällt bei Elektro Gutjahr besonders gut, dass ich sehr früh Verantwortung übernehmen kann und selbstständig für diverse Baustellen zuständig bin. So, das war's schon. Ich hoffe, ihr habt einen guten und spannenden Einblick in unseren Lehrbetrieb erhalten. Falls ihr noch Fragen zur Lehre oder Unterstützung für elektrische Projekte braucht, könnt ihr euch gerne melden. So, ich muss jetzt schon wieder auf die nächste Baustelle. Tschüss zusammen!